Hätte jetzt für mich nur Sinn gemacht, ne? Weil man kennt es halt nur so, ne? Aber okay. Cool. Diese Kreuzung hier. Ja doch. Echt ganz nett gemacht. So. Wunderbar. Und 80 wieder. Das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Das hier wieder ist es. Wunderbar gestaltet, also echt. Hut ab. So, die Löbergasse, das ist einer der neuen Haltestellen. Die ist nämlich hier. Können wir uns ja mal angucken. Das ist hier so mitten zwischen den zwei Brücken, diese kleine Insel. Oder Halbinsel oder was man es auch immer nennt. Wie man es auch immer nennen möchte, in diesem See. Mit dem Haus drauf hier. Echt ganz nett gemacht. Hier kann man nicht so lang gehen, wandern. Ja, ne? So. Weiter im Text. Ah, kommt halt keiner? Gut. Dann rüber über die Brücke. Ja doch, den Fahrplan kann ich nicht klagen. Nicht mal ein anspruchsvoller Fahrplan, nicht einen, den du rückwärts einhalten könntest. Nicht? Ja, so. Selbiges war ja auch mein Versuch bei Krummenab. Was mir dort einigen angeblich nicht gelungen ist. Ja. Die sich allerdings scheinbar auch nicht mit Fahrplänen, um sie überhaupt überhaupt nicht mit Fahrplänen um sie auskennen. So rum. Einige wiederum haben dann da durchaus positives Feedback da gelassen. Ist halt so ein bisschen auch von, zumindest vom Linienkonzept, beispielsweise der Nachtlinie her, auch von den Zeiten, bis wann welcher Bus fährt und so, ein bisschen hier an meine Umgebung, ja, soll ich sagen, dran orientiert, ja. So, Ampel. Wunderbar. Ab rein Richtung Kohldorf. So, jetzt ist die Frage. Nee, ich brauche nicht da rein. Ne? Nee. Das war auch immer so ein Ding, wobei da vorher, glaube ich, sogar noch irgendwelche Kübel standen, ne? Ja, jetzt ist da so ein Grünstreifen. So echt schickes.
So. Weiter geht's. Ach ja, ich bin noch so ein bisschen müde, merke ich gerade. Okay. Da jetzt nicht Altenb und Rotmühle vorsteht, muss man auch nicht verstehen. Aber hey, das sind Kleinigkeiten, die einen ja nicht beeinträchtigen oder so. Ist halt kein Must-Have, ne? Auch nicht, ist ja vollkommen egal auch. Oh, hier rechts geht's immer noch nach St. Ilsensee. Zumindest laut dem Schild. Finde ich schön, dass sowas beibehalten wurde. Ja, ist halt so ein Ding, es wäre schön gewesen, wenn, aber ist jetzt auch nicht tragisch. Nichts, was man als Negativpunkt ansehen könnte. Meiner Meinung nach. Muss ja immer sagen, dass immer mal dazu sagen, dass das, was ich hier oder wie ich hier urteile über die Karten, erstens meine Meinung ist und ich zweitens damit niemanden persönlich angreifen möchte, auch wenn das scheinbar irgendwie so rüberkommt oder zumindest von einigen so aufgenommen wird. Es ist eigentlich nicht ja, das ist nicht so quasi das, was ich möchte. Ich möchte niemanden persönlich angreifen, möchte niemanden beleidigen oder sonstiges. Ne? Wenn dann mal so ein Spruch kommt, wie welches Hirn hat das denn gemacht? Das bitte nicht allzu ernst nehmen. Also das war jetzt so ein Beispiel, aber ne? Nicht allzu ernst nehmen, es ist gar nicht beleidigend gemeint, es ist wenn überhaupt so ein bisschen aus Frust entstanden über gewisse Dinge, also wenn da mal so ein irgendwas in irgendwas beleidigend wirkendes kommt, es entsteht mehr aus Frust und weniger daraus, dass ich den Entwickler wirklich beleidigen will und ist halt auch eigentlich nicht wirklich so gemeint. Also ich kann mich da jetzt nochmal wiederholen. Dass ich hier wirklich niemanden explizit beleidigen möchte. Klar, wenn mich derjenige beleidigt, dann kriegt er natürlich auch was zurück. Da wäre er in dem Fall selber schuld. Ich möchte sich auch über sowas nie aufregen. Aber wie gesagt, Leuten, die mir nichts tun, denen möchte ich vom Prinzip her eigentlich auch nichts Böses. Ja? Viele denken ja jetzt, ja, der und der hat ja aber auch nichts getan. Ich sag's mal so, wenn man von etwas keine Ahnung hat, sollte man sich aus etwas raushalten. Das ist genauso wie eben diese Fahrplansache in OMSI. Ja, ja. Mal spielen Baum. Spaßsalat. Spielen sich dann viele auf wie die größten, besten, die über alles Bescheid wissen und wollen einem dann da erklären, dass dies und das ja falsch ist und das und dies und schlecht ist und so bla. So bla, ja. Und so weiter und so fort, ja. Bester wäre, wenn sie besoffen sind. Aber hey, das kann man dann übrigens als Ausrede für alles nehmen, also
Ich trinke das nächste Mal auch ein 0,33 Bier. Ja, weil dann habe ich ja ganz hart gesoffen. Muss man mir dann schon lassen. Und dann kann ich fahren wie die besenkte Wildsau. Ah ja. Schon klar. Mal sehr geil, wie sie über Leute urteilen können, die sie gar nicht kennen. Sich dann drüber aufregen, wenn man selbiges mit ihnen macht. Hallo. Aber hey. Hallo. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir jetzt hier gleich viele Leute haben, die bis zum Schulzentrum mitfahren wollen. Ist wahrscheinlich eher so ein bisschen so gedacht von wegen, ja, Linienfahrt halt bis dahin und dann zurück eben mit den Schülern. Ja. Dass man wahrscheinlich eher so ein bisschen die Leuten die Möglichkeit gibt, bis hierhin mitzufahren. Weil man halt eben irgendwie auch dahin möchte, so. Ja, in den Bus steigen halten wir nicht, wir fahren bis da vorne hin. Genau. Ah, hier. Altenburger Verkehrsgesellschaft. Sandy Repaint. Wir bewegen Altenburg. War nicht ganz nett gemacht, ne? So. Müssen wir jetzt hier eigentlich auf ein Bussignal warten? Würde mich jetzt mal interessieren. Oder müssen wir uns dann hier rüber quälen, quetschen, prügeln, gedöns, bla. Weiß es nicht. Was mir jetzt gerade noch einfällt, gibt es dann natürlich auch so Leute, die meinen dann, es liegt an seinem eigenen Bus und Fahrplänen nicht einhalten kann. Ist natürlich wahr, also klar. Ich meine, wenn man sich wenn man einen Citaro fährt und am besten auch noch einen gemoddeten, also einen, den man verändert hat, oh nein, oh nein, oh nein, dann wird das aber, uiuiui, wird das aber eng. Dem Fahrplan, weil der ist normal für ein Facelift ausgelegt. Oh nein! Oder am besten für 1.000 mit Euro 3. Nein, das geht ja nicht. Fährt man ja wieder gemoddeten Citaro. Oh nein! Und der kann dann wahrscheinlich den Fahrplan gar nicht einhalten und so. Bla und Gedöns und Heul. Und Flan. Ach Gott. Ich das eigentlich aus Prinzip. Ja. Das sind natürlich auch noch solche Leute. So. Wir müssen nicht nach oben. Wir müssen hier in diese Wendeschleife, genau. So. Oh, doch. So wenig sind das ja gar nicht. Hier stehen auch schon die nächsten Leute. Finde ich auch schön gemacht, dass man hier jetzt so eine Wendeschleife hat. Weil jetzt hier halt überall NG ist. Mal gucken, ob ich nicht die Tage ein paar Citaro Repaints mache und hier in Altenburg dann mal NGs durch Citaros ersetze oder so. So, nee. Freifurt Busbahnhof.
Schön. So, wir sind angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei und auch in Livestreams dabei, also als Zuschauer. Und ja, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.